Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Im letzten Part haben wir auf der Insel gehörig aufgeräumt, aber wir sind noch nicht fertig. Da unten sind Schergen und wir müssen diese Schergen fertig machen und ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Und ich sichere mir jetzt mal mein Rückzugsfeld. So, Höllenhund. Die, Bitch! Jetzt gerade, wo ich einen starken Schlag gemacht habe. Na super. Egal, Hauptsache dort. Dort ist dort. Ach, da wäre so ein Teleporter. Okay, ist hier oben noch irgendwas? Gegner-Lease oder Loot-Lease oder irgendwas? Sieht nicht so aus, als wäre hier oben irgendwas für mich. Na gut. Doch, tatsächlich. Eine Schädelblüte ist hier. Gut. Und noch was? Eine Blutwurzel. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir eine Chance haben gegen die Gesellen, die den Turm bewachen. Rückzugsding habe ich mir gesichert. Ich habe einen sicheren Rücken. Dann schauen wir mal. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Sind die zu dritt oder zu zweit? Die sind zu dritt. Na, ganz toll. Er begnügt sich da unten mit einem. Na, ganz toll. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Ja gut, ich muss mich konzentrieren, dann geht's. Ah, weg da! Ha, ich hab dich genau von hinten gesehen. Der Hund will immer von hinten. Was bist du für eine Sau? Bist du eine Sau oder bist du ein Hund? Sehr schön. Du hast schon mal einen Schergen fertig gemacht. Nein, ich will hier weg. Danke für die Heilung. Das war nett. Und jetzt komm her, Höllenhund. Nein! Stirb! So, jetzt haben wir nur noch einen Schergen und zwei gegen einen, das ist kein Problem. Jawohl. Nicht einfach, nicht einfach, muss ich sagen. Ich muss mich richtig konzentrieren, damit ich die Gegner schaffe. Wobei ich denke auch, es ist so, dass Difugio, sagt mir irgendwas, der Name. Irgendwas von Risen 2. Vascos Tasche? Tagebuch eines Büchsenmachers. Okay, einfach mal mitnehmen. Krug. Dann Blutwurzel. Dann Truhe, sehr schön, die kann ich öffnen. So. Nein, so, ja, Moment. So, wie geht das hier? War doch ganz einfach. So, was haben wir da? Ein Offiziersdegen, Kugel und eine Tatze. Finde ich bei Voodoo. Ja, der macht mehr Schaden, ne? Meins. Da ist ein Äffchen. Oh, Äffchen. 10 Erfahrungspunkte, sehr schön. Tut mir leid, aber... Oh, da haben wir eine Schatzkarte. Schatzkarte Hinterland von Takarigua. Oh, was ist denn... Ist dahinter noch irgendwas? So ein Geheimgang, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, ich kann mich nicht ducken. Das haben wir schon mal da liegt jemand. Herausgefunden. Ich möchte wetten, das ist die Fuego, der Gouverneur von Takarigua. Ermordet. Die Spitze eines Inquisitionsschwertes steckt noch in. Na toll. Was zum Henker ist bloß passiert auf dieser Insel? 100 Gold. Na, immerhin. Was? Da stand doch gerade irgendwas mit Leertaste. Klettern. So. Ich kann hier aber nicht klettern. Hier ist... Doch.
Also, egal wo ich hinkletter, es bringt mir nichts. Okay, sieht gut aus. Dann schauen wir mal, was wir jetzt bekommen haben. Plunder, glaube ich. Ne, alles muss ich gehen. Auf alles. Okay, was haben wir denn bekommen? Wir haben irgendein Tagebuch bekommen. Das suche ich gerade. Okay, das war's nicht. Tagebuch eines Büchsmacher, das war's. Liebes Tagebuch, ich höre schlecht, aber sehe gut. So, so ist das, wenn man sein Leben mit Knallpulver gearbeitet hat. Die modernen Donnerbüchsen haben mir zwar Geld eingebracht, dennoch fürchte ich mich vor ihrer Gewalt. Mit nur einem Schuss kann man Menschen das Leben nehmen. Wenn ich abends mit meinem Rum auf meiner Bank sitze, dann denke ich darüber nach. Denke ich darüber nach, in was für einer Welt wir leben und ob diese Erde schon den Untergang geweiht ist. Wenn es nicht die Titanen sind, die uns umbringen, dann tun wir es gewiss bald selbst. Ich frage mich, ob das alles gewesen sein kann. Dieser unendliche Schmerz dort oben und wir, die Winzlinge hier unten. Manche kämpfen noch gegen das an, was hier lauert. Aber wie weit geht die dunkle Welle wirklich? Naja. Bergkristall habe ich auch schon mal. Holdbeast Tagebuch, das haben wir schon mal durchgelesen. Seelenstaub, Teleporterstein, Vaskos Tasche. Die kann ich nicht öffnen. Blau, Bauplan für Herz. Da brauche ich ein Jaguar-Herz. Dann kann ich mir Herz des großen Jägers machen. Mhm, okay. Dann haben wir hier noch Zeug. Ich habe aber... Kannst du das aufmachen? Dankeschön. Der Schatz im Hinterland von Takarigua. Ah ja. Mhm. Okay. Allerdings ist hier Sperrgebiet, weil hier die ganzen Schatten sind. Deswegen schauen wir erstmal hier ins normale Nest, würde ich sagen, bevor wir weitergehen. So. In das Nest. Damit meine ich natürlich die Stadt, wo die Menschen sind. Ah, noch ein Äffchen. Den lasse ich mal am Leben. Dann weiß ich zumindest, vielleicht brauche ich mal irgendeinen, weil es gab ja in Risen 2 die Möglichkeit, mit den Äffchen irgendwelche Stellen zu finden. Was ist denn los mit meinem Deutsch heute? Stellen zu erreichen, in denen es ohne Äffchen nicht möglich ist. Dann kann man, glaube ich, schlüpfen in die Rolle des Äffchens und kann mit dem Äffchen da reingehen. Du lebst noch! Oh mein Gott! Was war jetzt los? Das ging schnell. Okay. Ich würde sagen, wir haben vergessen hier. Wir sind. Ah, da kann man noch hoch. Teleportstein. Bam bam. Was? Unsichtbare Wände? Oh nee, oder? Da muss man doch drüber können. Da, geht doch. Und jetzt möchte ich belohnt werden mit irgendwas Coolem, was man finden kann. Oh, nee, schade. Na gut, dann nicht. Autsch. Okay, ich leg mich mal eben hin und heil mich. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Gut. Nicht mal in die Schattenwelt abgedriftet. So, dann geht's weiter. Und... schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Wo ist denn das Dorf eigentlich? Ich gehe in die falsche Richtung, sehe ich gerade. Ja, aber ich gehe jetzt trotzdem in die falsche Richtung. Dann schauen wir nachher zum Dorf. Wer ist denn das hier? Erstmal beklaue ich ihn. Erstmal beklaue ich ihn, würde ich sagen. Das hört sich sinnvoll an. So, da, da. Bolzen und Grog. Okay, von mir aus. Ach, das ist Vasco. Und mehr beklauen. Da vorne liegt noch ein Pilz, den hole ich mir gleich. Ich meinte natürlich Proviant. So, da, da. Gut, 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 gut. Schauen wir mal, was Vasco zu erzählen hat. War ich da vorne schon?
Ja, genau, da vorne war ich schon. Da war Sebastino oder Sebastian oder keine Ahnung, ich glaube Sebastino hieß er. Und jetzt haben wir hier Vasco. Schauen wir erstmal schaue ich, ob es hier noch was gibt. Da ist noch ein Bett. Na gut. Vasco, was gibt's? Nein, rohes Fleisch gibt's. Steck die Waffe weg, wenn du keinen Ärger willst. Oh, ich habe ja richtig Angst vor dir. Fleisch. So. Und dann schauen wir nochmal Lagerfeuer. Nee, mach jetzt nichts. So, Vasco. Oh, verdammt! Jetzt haben sie mich! Noch ein Deserteur wahrscheinlich. Bitte? Hm. Du bist gar nicht hinter mir her, oder? Nein. Okay, dann ist es ja gut. Ich dachte schon. Na, denken ist manchmal Glückssache. Was dachtest du? Ich, nichts. Wieso? Jetzt rück raus mit der Sprache. Schon gut, keinen Ärger, okay? Ich bin desertiert. Nein, erst fand echt? Ich die Idee gut, aber jetzt habe ich nur noch Schiss. Wovor? Vor Kommandant Sebastianos Männern natürlich. Jeder Deserteur wird erschossen. Und dann sind da noch die Schattenviecher. Wie weit sind die Schatten schon vorgedrungen? Wie weit? Nicht sehr weit von hier gibt es eine Totenkopfhöhle. Dort sind sie herausgekommen und haben die halbe Insel verwüstet. Wenn wir keinen Weg finden, diese Totenkopfhöhle zu stopfen, werden wir eh alle sterben, wenn du mich fragst. Vermutlich hat er recht. Ach was. Warum bist du desertiert? Die Jungs in Puerto Sacarico drehen völlig durch. Seit die Schatten hier sind, wurden die Befehle immer stumpfsinniger, waghalsiger und selbstzerstörerischer. Menschen! Am Ende haben wir auf die eigenen Männer geschossen, damit sie die Stellungen halten. Was? Da mache ich nicht mehr mit. Alleine im Dschungel wirst du nicht lange überleben. Ich komme schon klar. Ich brauche nichts, danke. Naja, bis auf meine Tasche vielleicht. Oh, die habe ich schon. Was ist mit deiner Tasche? Mein ganzer Kram. Als diese Schattenbiester angegriffen... Ja, wir haben deine Tasche schon gefunden. Hier, was ist deine Tasche wert? Du meinst, wenn du sie mir wiederbringst? Ja. Okay. 100 Goldmünzen. Ja, ich werde deine Tasche für dich holen. Echt? Aber sei vor... Ja, ich habe deine Tasche gefunden. Stark! Endlich habe ich mein Hab und Gut wieder. Was ist nun mit meinem Gold? Ach ja. Ah ja, okay, dankeschön. Was weißt du über die Leiche oben im alten Wachturm? Eine Leiche? Hier liegen überall Leichen. Dicker Kerl, ziemlich feine Klamotten. Klingelt's da bei dir? Ich schätze, dann war es der Gouverneur Di Fuego. Wundert mich nicht. Irgendwann sterben alle, die sich mit dem Kommandanten Sebastiano einlassen. Was heißt das genau? Hör zu, ich weiß gar nichts. Und ich will auch nichts wissen, okay? Wie komme ich nach Puerto Sacarico? Wie komme ich? Geh weiter Richtung Westen. Da kommst du an meinem Wachturm vorbei. Dann gehst du einfach weiter nach Westen. Wenn du die Palisaden siehst, bist du auch schon fast da. Sehr gut, danke. Naja. Naja, gut. Okay, ich würde sagen, wir könnten zwar ja unten noch erkunden, aber... Das machen wir nachher. Ich habe, glaube ich, jetzt schon ziemlich viel erkundet. Ich würde sagen, kümmern wir uns auch mal um, um Loot-Sachen. Wir kümmern wir uns mal um ein paar politische, in Anführungsstrichen, Angelegenheiten. Was gibt es denn da oben? Na, nichts wahrscheinlich. Ah, das Proviant. Meins. Politische Sachen. Nein, da kann man nicht hoch. Dann wird wahrscheinlich auch nichts sein. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel so fair ist. Weil wir haben jetzt schon ziemlich viel erkundet. Und dann können wir unseren nächsten Part... Können wir uns dann hier diese Stadt angucken? Erstmal muss ich erkunden. Erst erkunden und dann erkunden. So sieht es bei mir aus. Na gut, hier ist nichts. Oh, Truthahn. Gut. Da sind wir in Puerto Sacarico. Und was es hier so gibt, was die Leute hier für Probleme haben und ob die wirklich alle so psycho drauf sind, wie alle behaupten, das erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin und ciao, euer Blacky.